Wir haben Samstag gegen Bayern gespielt und da hat der Erich Schöbeck Donnerstagabend gesagt, das ist der Kader für Freitag und die haben Training und die 6, 7 oder 8, wie es damals war, die waren eben halt nicht dabei und ich war ja nicht im Kader. Also, was habe ich dann noch gemacht? Habe mich in den Zug gesetzt, im Hauptbahnhof und bin nach Dossenheim gefahren. Ich habe gar kein Interesse gehabt, zum Spiel zu gehen, zu Bayern, sondern ich wollte, da haben mich dann meine Kumpels verabredet in Dossenheim, habe gesagt, pass auf, ich bin nicht im Kader. Und dann passiert eins, dass eben halt der Fede Lutz sich die Achillessehne abgerissen hat beim Training. Und dann hat der Erich Röbeck zum Jürgen Gehrt damals gesagt, zum Geschäftsführer, wo ist der Charlie Körbel? Der muss mit ins Trainingslager. Es gab nur eine Nummer, das war meine Mutter. Und die hat damals, hat der Jürgen Gehrt die angerufen, hat gesagt, wo ich wäre. Dann hat die gesagt, ich weiß auch nicht, wo er ist. Der ist in Dossenheim unterwegs und haben die mich in Dossenheim komplett gesucht, eine Stunde lang, bis sie mich dann gefunden haben. So, und dann sage ich, was soll ich jetzt machen? Du sollst nach Frankfurt kommen, nach Heusenstamm, in den Gardasee, da ist das Trainingslager. Die Klamotten, ich habe ja auch keine Klamotten gehabt, ich habe ja nichts gehabt. Das hat damals der Toni Hübler alles mitgebracht, auch meine Schuhe, die waren alle noch im Wiederwald. Der hat alles dabei gehabt und dann kam die große Geschichte. Und dann kam abends, nach dem Essen kam dann der Erich Röbeck und hat mit mir geredet. Und das Erste, was er mir gesagt hat, traust du dir zu, morgen gegen Gerd Müller zu spielen. Und das hat er mir auch nochmal bestätigt und ich habe nur gesagt, ja, wieso nicht. Und ich sagte, okay, dann spielst du morgen gegen Gerd. Feierabend, das war das Gespräch. Dieses Halt in der Naht vom HSV, da haben die ganzen Jugendnationalspieler, das war damals Kargus, Memmering, Eigel, die haben die alle, Manikals, die haben die alle dort zum HSV geholt und da wollten die mich auch haben. Und dann haben die gesagt, du musst ein Probetraining machen. Und dann musste ich zum Ochsenzoll und dann war damals der Klaus Ochs, das war damals der Trainer, der Bundesliga-Trainer. Und dann war ich umgezogen, HSV-Klamotten und dann haben sie 20 Bälle hingelegt und dann kam einer mit der Zipfelmütze und dann gucke ich und sage, ist der Uwe Seeler. Boah, hat mir keiner gesagt. Der erste Gedanke war, um Gottes Willen, wenn du den jetzt kaputt trittst vor der WM, die bringen dich um. Und dann kommt der Ochs und sagt, hier, du spielst jetzt gegen Uwe Seeler 1 gegen 1. Da habe ich eine halbe Stunde lang gegen Uwe Seeler 1 gegen 1. Ochs hat immer den Ball gespielt, Uwe kam, wusste ich genau das. Und ich habe damals zum ersten Mal meine Spielart umgestellt. Es war immer der Gedanke, den darfst du nicht kaputt reden, den darfst du jetzt nicht machen. Das gibt ein Fiasko, wenn der nicht zur WM gehen kann. Aber es lief trotzdem gut für mich und damals ging der Uwe, das habe ich nie vergessen. Deswegen war ich immer auch so ein Uwe Seeler-Fan mit seiner Art, mit wie er den Fußball verkörpert hat. Es gab so 3, 4 Sachen, wo mir immer wichtig waren. Und das war, der hat mir immer gesagt, Charlie, du darfst nie vergessen, wo du herkommst. Du darfst nie vergessen, deine Freude und deine Leidenschaft. Bleib so, wie du bist und lass dich nicht verbiegen und hab Freude am Fußball. Und das waren immer so diese Dinge, wo bis zum heutigen Zeitpunkt so, wo ich so den ersten großen Beitrag so mitgekriegt habe vom Profifußball. Ich wünsche es, dass einfach die Spieler auch halt auch diese wahnsinnigen Verlockungen auch widerstehen, weil ich war ja auch mal so zwischendurch in der Lage, wo wenn du Nationalspieler warst, ich war ja auch, dann ging das ja auch los. So hinterm Rücken willst du nicht zu uns kommen, gerade so Nationalmannschaft auch, zum Beispiel auch der Uli Hoeneß und der Paul Breitner, die haben mir mal im Bus gesagt, da war der Uli noch Mitspieler damals in Ungarn, wo wir gespielt haben, und er sagte, dich hole ich zu Bayern München. Das war Uli seine Aussage hinter mir im Bus, sagt, du kriegst mich nie. Das war immer auch so, es war eine Wertschätzung, aber es gab. Ich habe dann auch immer wieder so den Riegel vorgeschoben oder auch bekommen. Es gab mal
alle Bundesliga-Vereine mussten das unterschreiben, dass zwei Spieler auf so einer Liste, wo die anderen Vereine nicht rangehen dürften. Und das war immer Grabowski und ich. Wir waren immer auf der Liste, heute undenkbar. Man muss sich mal vorstellen, du bist auf einer Liste und die anderen Bundesliga-Vereine durften nicht mit dir verhandeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja dann auch so, es gab ja auch nicht nur Sonnenschein, sondern es gab ja auch immer wieder Ärger und das war ja so typisch Eintracht auch. Aber ich hab da dazu gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich da reingebissen auch und ich kann auch nur jedem auch empfehlen, auch den jungen Spielern, die man nämlich auch so sagen oder bei der Fußballschule, wieso bist du so lange da auch geblieben und so. Heute sage ich, du hast alles richtig gemacht.